Émilie du Châtelet war eine der bedeutendsten Frauengestalten. Diese Ablehnung der anständigen Gesellschaft. Wir müssen tugendhaft sein. Es gibt keine einzige Leidenschaft, die man nicht überwinden könnte. Mich fasziniert an Émilie du Châtelet der enorme Forschungsreichtum, den sie uns heute durch ihre hinterlassenen Schriften bietet. Meine Damen und Herren, hier ist eure Émilie. Ich sorge für euer Glück und bin immer für euch da. What do you think was her position within the scientific community of her time, and how would you evaluate her contributions? She wrote a book called The Institutions de Physique, which is translated as The Foundations of Physics. And there's no question that this is the book that finally gave her a reputation. Glücklich ist man nur durch befriedigte Leidenschaften und Neigungen. Je mehr unser Glück von uns selbst abhängt, umso gewisser ist es.